Was geht? Mein Name ist Gabor Jali. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade im Atlasgebirge in Marokko, beziehungsweise kurz davor. Und in diesem Video werden wir den höchsten Berg von Marokko besteigen. Es ist auch der höchste Berg von Nordafrika. Er ist über 4000 Meter hoch. Es wird mein erster 4000er sein. Ich habe hier eine Tour gebucht, beziehungsweise einen Guide gebucht, der mich da hochbringt. Ich werde komplett alleine mit ihm da oben sein. Die Tour wird 2 Tage dauern. Das wird richtig geil. Und ja, ich werde euch jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen die nächsten 2 Tage und hoffentlich erreichen wir den Gipfel. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch mitnehmen kann und hoffentlich bleibt das Wetter auch gut. Es soll nämlich sogar schneien da oben und wann habt ihr mal Schnee in Afrika gesehen, so, ne? Ja, wir hoffen mal das Beste und let's go. Gerade haben wir noch mal einen kurzen Stopp, um die Aussicht zu genießen. Es sieht schon schön aus, muss man dem Ort auf jeden Fall lassen. Kann man das hier hinten sehen? Hier hinten liegt sogar Schnee auf den Bergen. Krass. So, ich habe mir jetzt Schuhe ausgeliehen. Ja, yeah, Foto. Ja, yeah, Video. Yeah. That's Mohammed. Okay. Yes. He's my tour guide for the next days. To Kali. Yeah, to the top of Tupac. Ja, inshallah, ja. Ja, wir gehen jetzt mal nach oben. Wir werden jetzt die erste Strecke schon mal machen, dann schlafen wir bei der Hälfte. Mohammed, yes. How is this place here called? Yeah. Imhil? Imhilile. 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 Yes. Okay, ja, ihr habt's gehört. Hier sind wir gerade. Ich muss jetzt hier hoch. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird bestimmt cool. Wir haben jetzt schon die ersten Höhenmeter. Da hinten sieht man hinter mir das Dorf, wo ich herkam. Es ist im Moment gerade sehr anstrengend, da ich ja mit dem Auto schon mal auf diese Höhe gefahren bin. Das heißt, ich muss mich erst an die Höhe gewöhnen und dann wird es schon besser. Wisst ihr, was einfach krass ist? Ich laufe hier durch dieses Valley und er ist so viel schneller wie ich, obwohl er kleinere Schritte macht wie ich und weniger Schritte. Ist krass. Alles voll hier mit Scheiße und Wasser. Also ich muss sagen, ich schwitze unfassbar. Aber das ist halt einfach, weil es hier so extrem warm ist. Teilweise kommt immer wieder eine kühle Brise von der Seite. Die macht das Ganze dann wieder angenehm. Und ich habe ein kleines Problem. Und zwar, die Schuhe sind mir zu eng. Ich reibe mir die Fersen die ganze Zeit. Ich werde extreme Blasen bekommen. Und morgen muss ich ja dann weiterlaufen. Dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Mal gucken, ob das so gut geht. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben wegen ein paar Blasen. Was ihr gerade hinter mir gesehen habt, waren Berberesel. Die werden hier von den Einheimischen benutzt, um schwere Sachen zu transportieren. Da sehr vieles hier im Gebirge ist, werden die sehr stark gebraucht. Ich habe schon gefragt, was so einer kosten würde. Man müsste mit 200 bis 300 Euro rechnen, damit einem einer gehört. Also die sind wirklich nicht teuer. Und so gut wie jeder hier hat eigentlich einen. Es ist jetzt schon bestimmt der 10., der mir entgegenkommt jetzt auf der Strecke. Der Gipfel wird immer größer, seht ihr? Ich fühle mich hier wirklich wie in Nepal. Kein Witz. Schaut mal, was hier überall wächst. Das ist Minze. Kann man einfach so essen. Hilft vor allem, wenn man zu viel gegessen hat oder Bauchschmerzen hat, einfach ein bisschen Minze essen. Es geht weg. Kein Witz. Er macht mir jetzt einen Tee aus dieser Minze, die hat er gerade gepflückt. Ja, bald sind wir dann beim Camp, glaube ich. Und das Wetter zieht sich zu, also es wird immer bewölkter. Keine Sonne mehr, es ist auf jeden Fall angenehmer, aber es ist auch kühler. Also bald muss die Jacke wieder ran dann. Aber bis jetzt die beste Tour, die man buchen kann in Marokko. Gerade habe ich hier noch marokkanischen Tee bekommen, also den Pfefferminztee. Der wird extrem stark gezuckert. Und ich muss ehrlich sagen, der schmeckt sowas von geil. Ich glaube, der beste Tee, den ich hier in meinem Leben getrunken habe. Und der ganze Zucker gibt einem auch gute Energie gerade. Es hat jetzt angefangen zu regnen. Jetzt laufen wir im Regen weiter. Hier ist schon Schnee. Wir sind schon an der Schneegrenze vorbei. Es sind noch ungefähr 2,5 Stunden. Wir haben jetzt die 3000 Meter Marke geknackt. Es hat jetzt wieder angefangen zu regnen. Scheiße. So, man merkt die Luft auf jeden Fall. Man merkt, dass ich noch nie in meinem Leben so hoch war wie gerade eben. Es schneit in Afrika. Das da vorne ist das Camp. Das liegt auf 3200 Metern, wenn ich mich nicht irre. Ich habe zumindest den ersten Step für heute geschafft. Ich habe keine Kopfschmerzen oder ähnliches. Nur mir geht die Puste ganz schön. Scheiß drauf. Bald ist es geschafft. Muss nur noch da hoch.
Hier ist nun mein Schlafplatz für die Nacht. Das ganze Ding ist eigentlich aufgebaut wie so eine Jugendherberge. Nur für sehr, sehr viele Leute, die hier hoch wollen und einen Platz zum Schlafen suchen, weil an einem Tag ist es schwierig, das zu schaffen. Ich habe es jetzt schon mal geschafft auf 3200 Meter. Ich werde jetzt hier schlafen. Morgen stehen wir um 4 Uhr auf und dann geht's hoch auf den Gipfel, den Sonnenaufgang anschauen und dann geht's wieder runter, zurück nach Imichal. Ich habe es am Anfang gesagt, ich schneide es rein. Ja, bis Schlafsack passt doch alles. Also ich bin zufrieden. Könnte schlimmer sein. Ich dachte schon, ich muss hier irgendwo draußen pennen. Daher bin ich recht zufrieden mit meiner Situation. Auf jeden Fall gibt es jetzt Abendessen. Ich gehe jetzt mal was essen. Ich werde euch mitnehmen. Und ja, es ist richtig dunkel hier, deswegen muss ich leider mit dem Handyblitz filmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, ich zeige euch jetzt nochmal das Camp. Hier könnt ihr die Esel sehen, die hier stehen. Hier drin schlafe ich. Das ist die Herberge bzw. das Camp. Und hier hoch, auf den muss ich hoch. Das ist arschkalt, also wirklich. Und ich habe mir solche Blasen gelaufen. Aber ich ziehe durch. Morgen geht's on the top. Abendessen ist angerichtet, es gibt Tajin. No! Wir haben jetzt schon mal die ersten Höhenmeter überwunden. Da unten könnt ihr das Camp sehen. Es ist jetzt 6 Uhr und wir sollten spätestens um 8 den Gipfel erreichen. Nur der Sauerstoff ist ganz schön ekelhaft hier oben. Ich spüre es. Aber sonst ist es richtig geil. Das sieht nicht nur auf der Kamera so steil aus, das ist wirklich so steil. Ich habe jetzt ewig nicht gefilmt, weil ich dachte, ich muss aufgeben, dass ich das von der Luft her nicht schaffe. Da ist der Gipfel gleich. Ungefähr eine Stunde noch, dann bin ich oben. Ich muss ehrlich sagen, das ist das Härteste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Wir haben Minusgrade, ich bin angezogen wie im Sommer. Ist ja klar, ich nehme ja nichts mit für Afrika, ne? Nur noch da hoch. Bald geschafft. Marke geknackt. Es sind nur noch 140 Meter bis zum Gipfel. Aber die werden noch anstrengender wie alles andere. Ich kann den Gipfel sehen. Ich sehe den Gipfel. Ich habe es fast geschafft. We got it. Okay. Ja. Yeah. Ich hab's geschafft. Ich bin gerade so happy. Ich schwöre, ich wollte ein paar Mal aufgeben. Ich habe auch Blasen an den Füßen. Ich blute die ganze Zeit aus den Füßen. Aber ich hab's geschafft. Ich weine gerade vor Freude, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Ich schwöre, ich bin so happy. Ich bin mittlerweile auf dem Rückweg. Gesicht ist sowas von rot, sowas von verbrannt und kalt und alles. Ich habe jetzt schon den Großteil der ersten Strecke zurückgelegt. Ich fühle mich super, weil ich es geschafft habe, weil ich es durchgezogen habe. Egal, ob ich Schmerzen hatte, ob ich Kopfschmerzen hatte, ob ich... Es ist mind over matter, ganz einfach. Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr irgendwas nicht könnt. Du kannst alles, wenn du willst. Ich werde jetzt mal runterlaufen zum Lager wieder und dann hören wir uns nochmal. Wieder zurück. Erste Etappe ist geschafft. Endlich kann ich dieses scheiß Steigeisen ausziehen. Ich bin jetzt raus aus dem Camp. Ich habe einen schnellen Tee noch getrunken, um mich ein bisschen aufzuheizen. Komme raus und es ist voll am Schneien. Aber ich muss jetzt zurück. Ich muss wieder ins Tal kommen und das in den nächsten 2 Stunden. Da mein Transporter mich da abholt und wieder nach Marrakesch bringt. Deswegen verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht allzu viel filme, da ich mich sehr beeilen muss gerade. Aber muss man ehrlich sein, der View sieht geil aus so mit dem Schnee. Ich sitze jetzt hier
jetzt auf dem Auto, im Auto auf dem Weg zurück. Ich bin komplett am Ende. Der Rückweg war genauso lang eigentlich wie der Hinweg. Ich habe einen Sonnenbrand im Gesicht, obwohl es die ganze Zeit geregnet und geschneit hat. Alter, ich bin echt so erschöpft, wie ich noch nie in meinem Leben war, glaube ich. Ich habe Blasen an den Füßen, die sind fast so groß. Meine Füße unten, die sind so durchgenässt, dass sie ausgeblutet haben. Also die Socken sind rot. Alter. Aber durchgezogen, selber hoch und wieder runter. Und jetzt fahre ich gerade zurück nach Marrakesch. Wir sehen uns dann zu Hause. So, ich bin jetzt im Hotel. Ich musste mich jetzt ausruhen, weil ich bin so fertig von dem ganzen zwei Tagen gestern. Ich zeige euch jetzt mal die Blasen, die ich seit zwei Tagen an den Füßen habe, mit denen ich auf dem Berg hoch und wieder runter bin. Schaut euch das mal an. Oh, hab ich mir die Füße gefickt. Und es blutet die ganze Zeit. Und mit den scheiß Dingern bin ich da hochgelaufen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich war so fertig vorher noch. Und ja, ich muss auf jeden Fall sagen, die Tour war einfach geil. Sie hat richtig Spaß gemacht. Ich habe viele nette Leute kennengelernt. Mein Guide war ein sehr netter Typ. Den Gipfel zu erreichen, tatsächlich zu schaffen, ist für mich überhaupt das Goal, was ich mal erreichen wollte. Mein erster 4000er, einfach geile Sache. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch sehr fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt noch was essen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.